So, guten Morgen auch. Frühstück gibt es keins. Der steht draußen. Richtig, das lebt noch. Meine wird frisch geschlachtet. Genau. Man holt sich das Steak direkt vom BSE-Rind. So, und da vorne, wo der Weg anfängt, da geht quasi vom dritten Ring die Mauer entlang. Also das ist quasi die äußerste Verteidigung. Ah ja. Gibt es hier so viele Feinde, dass man so eine massive Mauer braucht? Ich lebe gerne sicher, weil wer weiß, was da noch kommt. Das stimmt. Man kann nie gewappnet genug sein. Richtig. Und dann kann man das auch alles ein bisschen besser aufteilen, weil in der Feste bin ich dann selbst. Mhm. Im ersten Bereich, also zwischen der ersten und zweiten Mauer, sind dann so meine, ja, ich sag mal, Spielplätze, wie zum Beispiel der persönliche Garten oder Wege, auf denen ich langschreite. Und dann zwischen der zweiten und dritten Mauer befinden sich dann die Stallungen und solche Sachen. Ah. Jo. Ich meine, es schadet auch nichts, wenn man sich ein bisschen schützen kann. Ja, ich habe viele, viele Jahre Nebelschattenkampf trainiert. Ich bin quasi ein geübter Krieger. Das ist gut. Ich habe am liebsten ein Pferd quasi unter meinen Hintern. Ach so, wenn du möchtest, kann ich dir hier Blutstumpen Junior für den Nachhauseweg bereitstellen. Mhm. Der ist schon gesattelt und er mag dich, glaube ich. Das hört sich gut an. Und, so. Er sieht auch sehr gut mit seinen vier Augen. Ja, der ist, ein Paar ist für Nachtsicht, ein Paar ist für Nebel. Und was für die öfter? Rücksicht. Genau. Falls wer von hinten kommt. Das ist richtig. Ja. So, Sekunde, ich leine dich mal ab. So. Da reitet er weg. Mitten in die Kühe. Das ist ein Test. Wie reagieren Kühe? Ja. Oh, reitet sich ganz gut, das Pferd. Ja, der wurde mit Schattenfell und Blutstumpen ist das eine Züchtung quasi. Naja, Spezialpferd. Ja, er ist nicht der schnellste, aber einer der ausdauerndsten. Mhm. Ja, wenn du möchtest, kannst du ihn für den Nachhauseweg nehmen. Mhm, gerne, gerne. Sekunde, ich prüfe nochmal kurz. Okay, Sattel habe ich mehr als genug, von daher kannst du den Sattel auch behalten. Musst mir kein Paket schicken. Das ist gut. Lass mal überlegen, Hundsgrab war Richtung aufgehende Sonne da hinten lang. Genau. Ach nee, wolltest du nach Hundsgrab? Sonnental weiß ich jetzt gar nicht, in welche Richtung. Ah, ich muss eh nach hier Hundsgrab zum Hafen und dann mit dem Schiff weiter. Ah, okay. Ja, da hast du ja noch ein ganz schönes Stück Reise vor dir. Richtig, so eine direkte Verbindung gibt's noch nicht. Hm. Gut, bei mir im Dorf, gut, da gibt es sowieso keine Meeres- oder Flussanbindung und auch sonst gibt es noch keine Häfen in der Nähe. Alles erst im Aufbau. Da müsstest du doch mal vielleicht anfragen, ob man dich per Luftschiff verbringen könnte. Das habe ich auch schon mal überlegt. Aber wird wahrscheinlich sehr teuer sein, oder? Wahrscheinlich. Es gibt ja nicht viele Luftschiffe. Und die meisten fliegen nur auf bekannten Routen. Ah, in Sonntal ist noch nicht so erkundet. Ist noch nicht so erschlossen. Noch nicht stark, ne? Ah. Na, bei weitem nicht so wie das Dreielbenland. Ja, das Dreielbenland ist ja auch. Da haben sich ja schon einige niedergelassen. Richtig, das ist riesig. Gut erkundet. Ja. Das stimmt. Da ist er schon sehr weit reisen, um die neuesten Entdeckungen zu machen. Das geht bei mir dann doch etwas schneller. Das stimmt.
Wobei viel dieser speziellen Gegenden habe ich auch noch nicht entdeckt. Von denen die Leute immer so schwärmen. Ja, die sind wahrscheinlich eher versteckt. Tief im Erdinneren. Ja, das auch, aber auch so Sachen wie Lehmbiome und so. Habe ich noch nicht gefunden, zum Beispiel. Ich musste. In der Ecke, wo ich quasi wohne. Ich weiß jetzt gar nicht, 3.000 oder 5.000 Blöcke musste ich in diese Richtung reisen, damit ich auf eins gestoßen bin. Und das war auch eher so Zufall. Ich bin da einfach nur schnurstracks geradeaus über Berge und Meere und irgendwann, ja, habe ich dann so ein Lehmbiom entdeckt gehabt. Ja, man muss teilweise weit reisen. Speziell, wenn man quasi noch in der alten Welt zu Hause ist. Ja. Wenn man in der neuen Welt zu Hause ist, da ist dann schon teilweise leichter. Aber auch nicht immer. Je nachdem, wie Mojang gerade aufgelegt war bei der Schaffung. Das stimmt wohl. Benötigst du... Nicht, wird er hier eigentlich auch angebetet, Mojang? Wir haben von Mojang gehört, aber prinzipiell glauben Nebelländer daran, dass hinter dem Nebel es immer weitergeht und es einfach aus dem Nebel entsteht. Ah, auch eine interessante Theorie. Ja, denn hinter dem Nebel befindet sich nichts, solange dort niemand ist. Deshalb, sofern du jetzt Richtung Hundsgrab reitest und sich der Nebel sich lichtet, wird dieses Gebiet dann erschaffen. Wenn du das Gebiet wieder verlässt, befindet sich dort wieder nichts. Ah, okay. Ja, das ist bei mir nicht ganz so. In meiner Gegend, die Sache, es ist alles noch da, nur es scheint so, wie wenn die Zeit stillstehen würde, wenn alles eingefroren ist. Ah. Das heißt, wenn dort irgendwo eine Kuh rumsteht, steht die nach 3 Wochen immer noch an der gleichen Stelle rum. Wenn man irgendwo Sachen wegschmeißt, kann man die nach einem Monat, wenn man so lange nicht mehr dort war, wieder aufheben. Es verschwindet nichts. Es bleibt alles so, wie man es verlassen hat. Ah, und was ist das dann für ein Gott oder ist das nur der Landesglaube? Na, wie gesagt, ich glaube an Mojang. So wie stark geprägt vom Dreielbenland, dort sind ja auch alle streng Mojang-gläubig. Ja. Das habe ich mitbekommen auf meinen Reisen. Da wird man immer ganz schief angeguckt, wenn man nicht mit Mojangs Wiege grüßt. Genau, Mojang und Godspawn. Auch sehr wichtig. Ja, über diesen Godspawn, mit dem wurde ich schon mal nach Hundsgrab geholt. War eine sehr komische Erfahrung. Ja, der hat auch eigene Kräfte, das muss man sagen. Ja. Der kann Leute quasi von A nach B bringen. Wo man sich denkt, das geht normal gar nicht. Normal brauchst du 3 Wochen Reisezeiten, der schnippt theoretisch einmal mit dem Finger, mal ist dort. Wenn man brav zu ihm gebetet hat, natürlich. Ja, oder man überlistet ihn, wie damals die Zwerge, als sie das ewige Feuer wollten. Stimmt. Die Geschichte, die habe ich als Kind auch immer wieder gerne gehört. Ja, die Zwerge, das ist ein eigenes Völkchen. Sehr klein. Sehr klein, aber braun gutes Bier. Wissen immer, wo es die besten Edelmetalle gibt. Oh ja, da habe ich dann auch so das eine oder andere Zwergengehen, was meine Diamantennase angeht. Diamanten habe ich selber noch nicht so viele gefunden. Ah, da muss ich dann irgendwann mal bei dir zu Besuch vorbeikommen. Aber auf jeden Fall. Also Gäste hatte ich bis jetzt noch keine in Sonnental. Ja, schon länger geplant, aber immer bei diesen ganzen Termine. Ja, das glaube ich. Zu finden. Auch wenn man jetzt andere Bürgermeister und Oberhäupter einladet, die haben auch nicht immer Zeit. Da ist jeder immer im Stress. Richtig. Und von daher, ja, hat es sich noch nicht ergeben. Aber ich möchte halt doch immer wieder auch Leute einladen, die dann halt auch vielleicht sich in der einen oder anderen Form verewigen können.
Oder mal gemeinsam auf eben Diamantensuche geht oder so. Jo. Ja, Mensch, Leute, was sagt ihr denn? Wollen wir mal nach Sonntal reisen irgendwann und mit dem Herrn Delfino, Hauptmann, Botschafter, Privatperson, alles in einem... Genau, Bürgermeister. Ja, eine Höhentour machen. Das wäre doch mal was, ne? Oh, es wird schon wieder Nacht. Jetzt kann ich aber zu meinem eigenen Bettchen. Dann schwinge ich mich mal vom Pferd runter. Wie nennst du ihn denn? Im Verein. Gute Nacht. Gute Nacht. So, da. Ja, wie nennst du ihn denn, den Guten? Das ist die Frage. Da ich keinen Namen hatte, habe ich nur Blutstumpen Junior genannt. Ich weiß nicht. Könnte man das Pferd nennen? Sepp. Nein, Alois, nein. Irgendwas mit Nebel. Es muss Nebel in Namen rein. Also aus den Nebellande ist das Pferd. Ein nebelländischer Pferdename. Genau, die Rasse der Nebelländer. Nee, es gab früher wohl mal Nebelhufer, das weiß ich. Aber die sahen ganz anders aus, die hatten Hörner. Oh. Das war so wie früher die Katzen mit den langen Zähnen. Ja, genau. Dann nenn ihn doch einfach Nebel. Nebulus oder so. Ja, irgendwie sowas. Oder umnebelt, benebelt. Genau, benebelt. Gut, bei mir die Pferde haben ja auch noch keinen Namen. Na, ich war damals so stolz, als ich Schattenfeld da gefunden hatte. Und dann kam ewig nichts und dann, als ich das Lehmbiom gefunden hatte, hatte ich dann auch Blutstumpen gefunden und dann ging die Züchterei los, aber da kam nur der Gute hier, der kam dann nur raus. Sehr guter ist er, ja. Nebelschwade. Nebelschwade. Ich weiß nicht. Oh. Ja. Können ja die Zuschauer, vielleicht haben die eine Idee. Genau, wollte ich gerade sagen. Sollen die einen nebelländischen Pferdenamen für das nebelländische Pferd für den Herrn Hauptmann und Botschafter, Bürgermeister, Privatperson Delfino finden? Genau. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich noch eine Garage gebaut, so einen Unterstellplatz in der Botschaft. Warte mal, ich habe doch... Pferd einparken kann. Habe ich nicht das Seil? Hast du das Seil aufgenommen oder habe ich das? Müsstest ja, du das haben. Seil schon. Aber ich meine, das war wirklich ein Platz, wo man es abstellen könnte. Am besten, wenn man es davor anleiht, dann sieht man auch direkt, ob der Botschafter da ist oder nicht. Wenn das Pferd da das ist, stimmt. Dann ist auch der Botschafter da. Das klingt gut. Dann machen wir so. Jo. Benötigst du noch irgendetwas für deine Heimreise? Proviante, Materialien? Also ich habe noch ein Kilo Steak von gestern. Ein ganzes Kilo? Und mein Hundsgraber Reisebett. Bewaffnung hast du mit? Bewaffnung habe ich. Ein Spezialschwert. Gut. Denn die Nebellande ist gefährlich, wenn man außerhalb der gewohnten Zonen spaziert. Ja, das habe ich auch bei den Bauarbeiten teilweise bemerkt, dass man ja da aufpassen muss. Ja, das Gebiet da hinten ist noch nicht so beansprucht. Da wissen die Monster noch nicht, dass da Wohnkultur entsteht quasi. Sind sie doch so zivilisiert, dass sie dann draußen bleiben, wenn sie es wissen? Ja, also ich habe hier bei mir in der Feste eigentlich sehr wenige Probleme, muss ich sagen. Das ist gut.
ist bei mir etwas anders im Sonnental. Hm, vielleicht sollte ich dir ein bisschen nebenländische Fackeln mitgeben. Das hätte was. Weißer Phosphor. Oder etwas Nebel, um das Dorf zu verstecken. Das wäre auch was. Genau. Man nebelt das Dorf einmal außen ein, damit keiner weiß, dass es da ist. Na gut. Ja, dann sage ich nochmal vielen lieben Dank für das tolle Gebäude und guten und sicheren Nachhauseweg nach Sonnental, beziehungsweise erstmal nach Hundsgrab. Genau, zuerst nach Hundsgrab und von dort geht's dann weiter. Außer es gibt dort noch was zu tun. Hexenwacht werde ich vielleicht kurz vorbeischauen, ob eh noch alles steht, alle brav arbeiten. Ja, im vollen Terminkalender. Ja, viel zu tun. Wenig Freizeit. Das glaube ich. Ja, Freunde, dann verabschieden wir uns von Delfino. Und ja, Momentchen zum Winken. So, winken ihm nochmal. Tschüss. Tschüss. So, für uns wird es Zeit, dass wir wieder zurückkehren zu den ureigenen Bauarbeiten hier an der Schwarzen Bergfeste. Aber all das machen wir in einer nächsten Folge. Und ich bin gespannt, wer als nächstes was für ein Gebäude bauen wird. Danke an Delfino und danke an euch da draußen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Minecraft und bis dahin eine schöne Zeit. Macht es gut und tschüssi!